Kampf läuft doch besser als erwartet. Dummerweise werden wir jetzt... Na? Komm schon, ein Glückstreffer reicht doch schon. Jetzt ist es vorbei. Da sind seine Schilde schon wieder. Ach, meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Ach, aber eine Sache habe ich in den Foren tatsächlich noch gelesen, die für unsere aktuelle Situation hier ganz relevant ist sogar. Und zwar, weil ja viele Spieler bemängelt haben, dass die sogenannten Gimbaled Weapons, also die sich mit aufs Ziel ausrichten automatisch, dass die zu stark sind. Wurden die von Frontier etwas überarbeitet. Beziehungsweise werden weiter bearbeitet. Und im Moment sind sie erstmal sehr genervt worden. Also sie waren ursprünglich sehr, sehr stark wohl. Und jetzt wurden sie erstmal stark genervt. Aber... Ja, kaum sind seine Schilde wieder online, treffen wir wieder. Ganz toll. Aber da wird noch viel... Also da wird noch weiter dran gearbeitet. Schrieb ein Frontier-Mitarbeiter. Er wehrt sich auch gar nicht mehr. Der Kratzi Konstantin. Und warum hat unser Computer uns gerade gesagt, dass wir unter Beschuss sind? Da ist er wieder auf uns zugeflogen. Ja, blöd. Ich dachte, er fliegt immer noch vor uns davon. Blöd auch, dass die Autocannons immer so eine Vorlaufzeit brauchen. Noch 10%, liebe Leute. Ein Königreich für einen guten Treffer. Und irgendwie machen wir ihm keinen Rumpfschaden. Und irgendwer schießt auf uns. Versucht das zumindest. Und jetzt müssen wir nachladen. Na toll, wir hatten ihn gerade im perfekten Rahmen quasi. Und mich würde wirklich interessieren, wer da auf uns schießt. Denn das finde ich ziemlich uncool gerade. Ja, da ist es. Huch, ich habe aus Versehen Energie auf die Waffen gegeben. In dem Tempo werden eher wir kaputt gehen, wenn das so weitergeht. Vor allem, weil gleich unsere Munition alle ist. Ich glaube, ich steige doch wieder um auf Laser. Die liegen mir mehr.
Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal. Denn das hier führt zu nichts. Da machen wir uns lieber vom Acker, weil das hilft uns nicht. Und einen Abschuss für 1100, das ist schon sehr, sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Ja, ja, nerv mich nicht mit deiner Temperatur. Aber wo kaufen wir das? Wir brauchen neue Waffen. Die müssen wir erstmal um den Planeten rum. Ja, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Das war so nicht gedacht. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr geschafft, aber naja, diese Bewaffnung leider. Das dauert mir jetzt schon wieder zu lange hier. So, das sollte doch jetzt passen. Wunderbar. Vollgas! Ich trinke mal was. Das ist das Praktische an den Instanzwechseln. Die bieten einen immer eine gute Chance, was zu trinken oder auch, was euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, da schneide ich auch immer gern die Folgen. Das ist immer so, eine natürliche Pause in der Aufnahme oder in der Folge oder im, ja, sagen wir mal, im Flow der Folge darstellt. Ja, dann fliegen wir doch mal weiter. Beschwere ich mich selber darüber, dass die Handelsfolgen ja etwas langweilig sind, aber andererseits die viele Fliegerei gehört eben auch zu Elite. Und deswegen, also, das gehört eben dazu. Wer sich ein Let's Play dazu ansieht, kann damit wahrscheinlich rechnen. Aber ich habe ja schon was Kleines zu feiern. Schon über 50 Abonnenten. Vielen Dank, Leute. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das so verhältnismäßig schnell geht. Aber wenigstens konnte man noch was anderes Gutes erkennen an der Tatsache, dass die Sterne da gerade, dass der Asteroidengürtel gerade im Schatten des Planeten war. Im Verhältnis zur Sonne. Dass tatsächlich die Planeten und die entsprechenden Punkte um die Planeten herum tatsächlich einer Rotation folgen. Sonst hätte der Planet, also der Asteroidengürtel an der Stelle, wo diese Schürfstelle ist, niemals im Schatten liegen können. Das heißt, die Raumstationen können das auch hin und wieder. Das sieht dann wahrscheinlich sehr, sehr cool aus, wenn die dann mit voller Festtagsbeleuchtung nur vor sich hin leuchten, ohne direkt angestrahlt zu werden. So, diesmal klappt das mit dem Ranmanövrieren doch wesentlich besser. So, schon sind wir da. Ganz ohne Loopings. Instanzwechsel. Aber diese Station steht gerade voll in der Sonne. Auch wenn ich sie gerade gar nicht sehen kann. Muss doch da irgendwo sein. Naja, egal. Es müsste eigentlich hinter uns sein, wahrscheinlich. Jupp, sieht nach hinter uns aus.
sind schon wieder ein paar Schiffe unterwegs. Ob das KI-Schiffe sind? Oder ob das andere Spieler sind? Ach, ich weiß nicht. Wir haben das jetzt schon oft gesehen, aber ich kann mich an den Stationen einfach nicht satt sehen. Ich freue mich schon darauf, wenn man rumlaufen können wird. Ich fand ja auch schön, in der letzten Folge hatte ich darüber gesprochen, dass in den Foren diskutiert wurde, dass man doch beim Landen immer nur aus der gleichen Richtung, also immer nur auf der grünen Seite fliegen soll, beim Rein- und Rausfliegen. Da haben tatsächlich auch Spieler gefordert, dass Docks doch bitte einen Eingang und einen Ausgang bekommen sollen. Aber der ganze Sinn dieser Station ist ja, dass sie eine Einbahnstraße oder eine Sackgasse quasi ist. Bums. Natürlich mal wieder gerammt. Wir uns das hier abgewöhnen werden können. Also ich. Huch. Da will ich doch gar nicht hin. Reparieren wollte ich. Das ging ja noch nicht mal so ins Geld. So, dann schauen wir mal, ob wir hier nicht irgendwie was Besseres kriegen können. Ah, da sind die Railguns auch wieder da. Tja, was sagt ihr? Nehmen wir die wieder? Ich würde ja fast sagen, das gönnen wir uns. Denn das war es, was wir vorher auch hatten. Auch wenn, also wer das immer übersetzt hat. Schienenkanone finde ich doch etwas umständlich. So, jetzt müssen wir ihn natürlich wieder einer Waffengruppe zuweisen, nehme ich mal an. Aber wir bleiben, huch, wir bleiben bei Sekundär und Primär, damit wir die nicht gleichzeitig abfeuern. Weil das immer so energielastig ist. Dann gucken wir mal, hier müsste es doch auch eine Rohstoffabbaustelle geben. Dann suchen wir die doch jetzt mal auf. Und ballern mal wieder ein bisschen mit den Railguns rum. Schienenkanone. Also sorry, aber das ist einfach nur, der Name ist irgendwie seltsam. Im Zusammenhang damit habe ich ja auch noch gelesen, dass es was bringen kann, sich einfach immer mal wieder, wenn man im Markt nicht das findet, was man gerne hätte, immer mal wieder sich quasi abzumelden und anzumelden, beziehungsweise den Multiplayer zu verlassen und wieder zu betreten, weil das dann die Waren verändert angeblich. So, jetzt müssen wir natürlich wieder Energie auf die Waffen geben. Das ist natürlich der Vorteil der Autocannons. Die brauchen keine Energie extra und die produzieren keine Hitze. Aber insgesamt bringen uns die Railguns, glaube ich, mehr, wenn ich ein bisschen besser zielen kann. Ja. Jetzt ruckelt es gerade ganz furchtbar. Wie immer bei diesem Asteroidengürtel. Weiß auch nicht, ob das am Spiel liegt oder an meinem Rechner oder am Server. Das lässt sich nicht so mit letzter Gewissheit sagen. Die sind immer so ätzend anzufliegen. Aber wir kriegen das hin.
So. Geschafft. Ja, jetzt müssen wir noch reinkommen. Oh, da ist der Server weg. Tja, dann hoffen wir mal, dass das nur ein kurzfristiges Problem ist. Und es gleich wieder geht. Nicht, dass das jetzt hier ein Server down ist. Bei der Gelegenheit schaue ich hier mal kurz drüber. Da gibt es immer noch nichts Neues, nehme ich mal an. Schade. Tja, ärgerlich. Dann probiere ich jetzt mal das neu zu starten und guck dann mal, wie es weitergeht. Bis gleich, hoffentlich. Tschüss. Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme Elite Dangerous. Bei der letzten Aufnahme hatten wir ja einen Disconnect und leider hat es nicht sofort geklappt, da wieder das Internet zum Laufen zu kriegen. Da ist es nämlich bei mir einfach mal stumpf abgeschmiert und war weg die restliche Nacht. Also zumindest in der Zeit, wo ich noch wach war. Und deshalb steigen wir hier jetzt neu ein. Wieder. Wir waren auf dem Weg zum Asteroidengürtel, um unsere Railguns, unsere neuen alten, auszuprobieren. Wieder mal. Und ein bisschen Kohle zu scheffeln. Ach, und wisst ihr, was das Ärgerlichste an der ganzen Geschichte war mit dem Disconnect? Ich wollte ja eigentlich aufnehmen, damit ich übers Wochenende noch Folgen habe, weil ich nicht da bin. Und mir fehlen genau 4 Minuten für eine neue, für ausreichend genug Folgen. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt 4 Minuten durch die Gegend fliegen und dann könnte ich schon, dann könnte ich schon aufhören. Aber das mache ich natürlich nicht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer, dass der Asteroid von nahem nicht so schön ist. Aber um die Gegner kümmern wir uns gleich. Ich habe nur mal wieder festgestellt, ich muss mal eben das Rollo runterlassen. Einen Moment. So, wird natürlich wieder geschnitten hinterher. Dann schauen wir mal, ob wir einen Feind in der Nähe haben. Da scannt uns jemand. Bisher ist die Ausbeute mäßig. Da tapst der Hund im Hintergrund rum. Es kann nicht sein, dass hier nur nette Leute unterwegs sind. Das passiert nie. Aber ganz schön viele Sidewinder. Auch sauber. Hier werden auch hin und wieder gescannt. Bisher hat aber noch niemand auf uns geschossen. Und ich klaue mir jetzt einfach mal das Zeug da. Denn warum nicht? Auch wenn uns das... Okay, das macht uns noch zu langsam. Wir müssen noch näher ran. So. Oh, da schießt einer auf uns. Na, das war ja Timing. Und ich habe noch drauf gewartet. Tja, das waren nochmal 3 satte Treffer.
Ah, verdammt. Mist. Da laden sich wieder seine Schilde auf dabei. Oder ihre. Taffy klingt nach einem Frauennamen. Und da ist er kaputt gegangen. Was hat der Gute denn fallen lassen? Aha, er überlässt also meine Überreste der Leere. Mach mal. Uraninit. Es hat sich auch das Logo oder die Anzeige für den Frachtgreifer, wie es übersetzt wurde, geändert, wie man sieht. Das sieht jetzt mehr aus wie eine breite Rampe.